Ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater Kapitel 2, Verse 17 bis 19. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Um zu wissen und zu verstehen, wer man dank Jesus Christus nicht mehr ist, muss man zuvor wissen und einsehen und verstehen, wer man war vor Gott. Wer frei geworden ist und das so sagen kann, muss zuvor verstanden haben, worin er gefangen gewesen ist. In Römer Kapitel 8, Verse 1 und 2 schreibt der Apostel Paulus Folgendes: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wer weiß, dass er vor Gott ein Sünder ist, also vom Heiligen Geist überführt wurde von seinem verlorenen Zustand, der ist durch den Glauben von der Lüge der Sünde zur Wahrheit des Evangeliums hindurch gedrungen. Der ist frei geworden. In Johannes Kapitel 8, Verse 31 und 32 heißt es entsprechend: Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Unsere Identifikation als Mensch finden wir nicht in einem unerlösten Zustand. Wer nicht durch Gottes Sohn Jesus Christus, den Heiland, den Erlöser, frei ist und geworden ist, wie sollte der in einem gesunden und klaren Verhältnis zu sich selbst stehen können? Das geht nicht. Jede Freiheit, die einem außerhalb des biblischen Evangeliums versprochen und angeboten wird, ist letztlich eine Illusion und ein Betrug der Sünde. In Hebräer Kapitel 3, Verse 12 und 13 steht: Seht zu, liebe Brüder, dass keiner unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Dies betrifft letztlich alle, die nur mit dem Evangelium sympathisieren, die mit Jesus Christus sympathisieren, aber sich nicht wirklich bekehrt haben und nicht wirklich eingesehen haben, dass sie in ihren Sünden verloren sind und einen Erlöser brauchen und somit immer auch entsprechend in Gefahr stehen, durch ihr böses Herz betrogen zu werden. Ein gläubiges und somit gereinigtes Herz ist der Schlüssel zur Erlösung, zur Erkenntnis, zur Frucht und Zuversicht in der offenbarten Wahrheit des Heilandes im biblischen Evangelium. Entsprechend sagte Jesus ja auch in Johannes 14, 6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und da gibt es eben keine zwei Meinungen. Das steht fest. Das ist hundertprozentig die Wahrheit. Und wer es nicht so sieht und trotzdem sich für einen Christen hält, der betrügt sich selbst. In seinem Kommentar zu Galater 2,19, Ich bin mit Christo gekreuzigt, schreibt Charles Haddon Spurgeon Folgendes:
Der Herr Jesus Christus handelte in allem, was er tat, als ein großer öffentlicher Stellvertreter, und sein Tod am Kreuze war nach der Wirkung ein Sterben seines ganzen Volkes. Darum haben in ihm alle seine Heiligen der Gerechtigkeit alle schuldige Genüge geleistet und der göttlichen Rache für alle ihre Sünden die Sühne dargebracht. Der Apostel der Heiden fühlte sich selig in dem Gedanken, dass er als einer aus der auserwählten Schar Christi in Christo am Kreuze starb. Das war bei ihm kein bloßer Glaubenssatz, sondern er setzte sein ganzes Vertrauen darein und ruhte mit seiner Hoffnung darauf. Er glaubte, dass er durch das Verdienst des Todes Christi der göttlichen Gerechtigkeit volle Genüge geleistet und die Versöhnung mit Gott gefunden habe. Geliebte, wie ist es doch etwas Köstliches, wenn sich die Seele gleichsam aufs Kreuz Christi ausstrecken und sagen darf: Ich bin tot, das Gesetz hat mich getötet, und darum bin ich nun von seiner Macht erlöst, weil ich in meinem Bürgen den Fluch getragen habe und weil in der Person meines Stellvertreters alles, was das Gesetz an mir zu fordern hatte und wodurch ich der Verdammnis verfallen war, an mir erfüllt wurde, denn ich bin mit Christo gekreuzigt. Aber der Apostel Paulus meinte mehr als das. Er glaubte nicht nur an Christi Tod und baute darauf, sondern er fühlte seines Todes Macht an ihm selber darin, dass zugleich seine alte sündliche Natur mitgekreuzigt wurde. Wenn er die Lust der Sünde betrachtete, sprach er: Ich kann sie nicht genießen, ich bin ihr abgestorben. Das ist die Erfahrung jedes wahren Christen. Wenn er Christum in sich aufgenommen hat, so ist er für diese Welt gänzlich abgestorben. Aber obgleich er weiß, dass er für diese Welt tot ist, kann er doch mit dem Apostel ausrufen: Ich lebe, aber er ist voller Leben für Gott und aus Gott. Das Christenleben ist ein unvergleichliches Rätsel. Kein Weltkind kann es begreifen, sogar der Gläubige selber kann es nicht fassen. Tot und doch lebendig, mit Christo gekreuzigt und dennoch zugleich auferstanden mit Christo zur Verneuerung des Lebens. Eins mit dem leidenden, blutenden Christus und Tod für Welt und Sünde. Das sind köstliche Dinge, ach, dass ich sie noch lebhafter und tiefer empfände. Soweit. Wie kann man Sünde erkennen? Sicherlich nicht durch moralische Anschauungen, denn die richtet sich oft nur nach menschlicher Gerechtigkeit und geht von einem guten Kern aus, den die Menschen angeblich haben sollen. Aber das ist nicht wahr. Sünde, wie sie die Bibel definiert, kann nur von jemandem deutlich gemacht werden, der die Wahrheit in sich trägt und ausmacht und der absolut gerecht ist. Das kann nur der lebendige Gott sein, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Wer im Betrug der Sünde lebt, ist seinem Zustand gegenüber blind. So jemand leidet sicherlich unter den Auswirkungen, kann aber damit keinerlei Konsequenzen oder Erkenntnisse verbinden, die ihm seine Verlorenheit vor Gott verdeutlichen könnten, so dass er versteht und einsieht, dass er einen Erlöser braucht. Also hat Gott zum einen Gesetze aufgestellt, angefangen bei den 10 Geboten, 5. Mose 5, 6 bis 21, bis zu allen anderen Gesetzen und Geboten in der Bibel, um zum anderen eine plausible Erklärung zum Thema Sünde und was damit gemeint ist und was das mit mir zu tun hat, zu geben, aufzuzeigen. In Römer 3, Verse 19 bis 20 schreibt der Apostel Paulus: Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wer sich hier durch Gottes Gnade und das Wirken des Heiligen Geistes beugen kann und sich somit allein durch Jesus Christus vor Gott
gerechtfertigt sieht, ist dann auch zum Heil erwählt worden. Epheser 1, Verse 4 und 5. Wer ich bin, weiß Gott, und in Jesus Christus darf ich im Himmel mit Gott einmal eine Einheit bilden, die alles übersteigt, was ich mir je vorstellen kann. In Johannes 17, Verse 20 bis 24 lesen wir entsprechend. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Hierzu schreibt in seinem Bibelkommentar William MacDonald: Die Welt wird nicht nur erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, sondern sie wird auch wissen, dass die Gläubigen von Gott so geliebt wurden wie Christus. Dass wir so geliebt werden, scheint uns fast unglaublich, doch hier steht es. Der Sohn möchte sein Volk bei sich in der Herrlichkeit haben. Jedes Mal, wenn ein Gläubiger stirbt, ist dies in gewissem Sinne eine Erhörung dieses Gebetes. Wenn wir das erkennen würden, dann wäre es ein Trost in unserem Kummer. Sterben bedeutet, zu Christus zu gehen und seine Herrlichkeit zu schauen. Diese Herrlichkeit ist nicht die Herrlichkeit Gottes, die er bei Gott vor Anbeginn der Welt hatte. Es ist auch die Herrlichkeit, die er als Erlöser und Heiland der Welt erwarb. Diese Herrlichkeit ist der Beweis, dass Gott Christus vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Soweit. Gott segne, behüte, bewahre euch, erstärke euch an Körper, Geist und Seele und sei euch nahe. Amen.